sitzen jetzt hier bei einem der Teilnehmer. Wie hast du dich denn vorbereitet auf dieses Event? Ich habe vor 15 Minuten erst davon mitbekommen, im Internet. Also gar nicht. Super, also ganz... Aber ich habe schon als Kind habe ich schon Muttermilch scharf bekommen. Ich habe scharfe Muttermilch bekommen als Baby. Und was ist deine Einschätzung, was du heute schaffst? Also bis ans Ende. Bis zum letzten Stufe auf jeden Fall. Erste Runde. Guten Appetit. So, wir wollen natürlich jetzt wissen, was kann denn am schlimmsten hier passieren oder auf was muss man sich gefasst machen? Ja, ganz klar, der Kreislauf kann relativ zügig weggehen, der Körper nimmt Schärfe als Schmerz wahr und bei Schmerz kann es ratzfatz passieren, dass man eben bewusstlos wird. Dann fällt und sich auch noch was bricht, das wollen wir hier verhindern, deswegen sitzen die Kandidaten auch alle. Wenn was passieren sollte, wenn jemand bewusstlos wird oder kurz davor ist, werden wir relativ zügig eingreifen. Den oder diejenige, wir haben ja auch zwei Damen dabei, nach draußen verbringen. Wir haben einen Krankentransporter dabei. Da können wir dann auch eine gewisse Lagerung machen und Sauerstoff geben und eben einfach überwachend tätig sein. Und hier ein Hinweis vom Bayerischen Roten Kreuz. Wie an die Teilnehmer gerichtet. Passt bitte auf. Also zwei ist machbar, aber ich glaube drei ist gefährlich. Hier ist noch was drin, noch auf den Tellern. Nächster Punkt. Was ist auch die Zeit, die so blöd ist? Geht los. Guten Tag, bitte. Ja, das brennt nicht, also das brennt gar nicht so stark. Nur nach. Wenn es weg ist, geht's wieder, aber das ist so ekelhaft, der Schuh. Da steckt er was jetzt erst mit Zeit, ist ja klar. Haben wir auch, wir haben alle Zeit der Welt. Und von Jungfangen. Moment, du bist hier der, sag ich mal, führende Esser. Aber was ist dein Geheimnis? Ja, einfach ein bisschen Körperbeherrschung und ein bisschen, denk mal, gut Brot essen, dass es das aufsaugt. Die Finger zünden und los geht's! Mohammed greift an wie auch zuvor. Greifen, er hat noch ein bisschen Zeit. Ja. Ja, aber du darfst bis September das Ganze als Kader, die jetzt im Sommer natürlich. Eine super Sache. Schön entspannt, zu unterfahren und neue Appetit. Also es brennt auf jeden Fall im Magen und im Bauch. Und ich bin froh dabei gewesen zu sein und es geschafft zu haben und auf jeden Fall eine Erfahrung.